Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid alle zauberhaft in die neue Woche gestartet. Ich drehe dieses Video tatsächlich nicht am Montag, sondern einen Tag vorher. Einfach, weil ich dachte, ich habe die Zeit und ich habe gerade Lust, mich zu schminken und neue Produkte auszuprobieren. Und das ist die Weiterführung meiner Reihe Full Face Only. Und ich habe von Purish ein paar Produkte von Ofra zugeschickt bekommen. Und ich meine, dass wir damit eigentlich ein Full Face schminken können. Ich bin richtig, richtig gespannt auf das Video. Ich habe einen Code für Ofra exklusiv und das setze ich euch einmal unten in die Infobox und die Links zu den Produkten. Ich kriege nichts, wenn ihr über die Links kauft, aber ich arbeite mit Purish ja sehr, sehr gerne zusammen und ich habe sie gefragt, ob sie mir ein paar Produkte von Ofra zuschicken wollen, weil im Moment ist es, wenn ich ehrlich mit euch bin, sehr, sehr schwierig hier auf YouTube, was das alles angeht und ich freue mich, wenn ich so tolle Marken wie Purish habe, die mich unterstützen bei meinem Content und das ist ein Geben und Nehmen und ich freue mich darauf, denn heute geht es um Ofra und ich weiß noch nicht, wie ich das Video nenne, aber ich bin ein bisschen schock über die Preise. Ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet, dass das Ganze richtig, richtig teuer sein wird. So teuer sind die Sachen aber eigentlich nicht, wenn man bedenkt, dass das Ganze wirklich eine High-End-Marke sein soll. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe eigentlich alles hier. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Und ich freue mich auch, dass ganz viele von euch endlich von YouTube zu mir auf Instagram rüberkommen. Meine Stories sind sehr, sehr bunt und sehr, sehr wild. Und ich poste euch da die ganze Stunde, jede Stunde da irgendwas hin. Also ich würde mich freuen, wenn ihr bei Instagram auch mal vorbeischauen würdet. Da seht ihr sowas immer, bevor ich es hier bei YouTube zeige, weil es einfach schneller geht. Ich habe als erstes hier so ein Set bekommen. Das ist das Glow Forever Set. Ofra hatte mit Nikud Tutorials schon mal zusammengearbeitet. Die haben auch einen Highlighter gemeinsam rausgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben ihre komplette Geschichte komplett erweitert. Ich dachte, Ofra macht eigentlich nur Highlighter. Denkst du, Puppe? Es gibt alles. Und deswegen machen wir dieses Video auch, weil ich finde, es ist auch umso wichtiger, in diesen Full-Face-Videos auch mal Marken mit reinzunehmen, über die man sonst nicht so viel spricht. Und Ofra ist so eine Marke, finde ich. Für mich waren Ofra immer nur Highlighter. Ich hatte bis jetzt von Ofra auch nur Highlighter. Und ich bin gespannt, wie die Creme-Produkte sind, wie Lippenprodukte sind. Wie gesagt, wir werden das alles testen. Aber es gibt dieses Set. Das gibt es so als Set zu kaufen. Es gibt die Produkte darin aber auch einzeln zu kaufen. Und ich habe das jetzt bekommen, weil ich hatte fast alle Produkte hier einzeln gefragt, ob ich die haben kann. Und wir haben hier einen Primer drin. Wir haben ein Face and Body Spray. Das ist richtig krass. Wir haben den beliebten Rodeo Drive Highlighter. Und wir haben, ich glaube, das ist ein Lip Gloss. Ich hole die Sachen mal raus, weil dann können wir das Ganze besser sehen. Okay, ich habe einmal alles rausgeholt. Ich sehe auch gerade, dass die Produkte alle made in Amerika sind. Also das wird nicht irgendwo anders hergestellt, sondern wirklich ausschließlich in Amerika. Finde ich immer ganz spannend, einfach auch mal zu sehen, wie verschiedene Hersteller Produkte herstellen. Denn meistens ist es so, dass Make-up entweder in Italien oder in China hergestellt wird, was gar kein Problem ist für mich. Aber in den USA ist eher so, ja, Jeffree Star und Fenty, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe als erstes hier ein, ich glaube, das ist ein Primer. Das ist, doch, hier steht sogar Rodeo Drive Primer drauf. Und diese Rodeo Drive Geschichte ist total spannend, denn es war ein Highlighter als allererstes und daraus haben sie eine komplette Make-up-Serie entwickelt. Der erinnert mich vom Packaging. 1:1 wie das von Okay, 1:1. Habe ich den noch? Sekunde. Okay, Freunde. Krasse Geschichte. Ich war gerade noch mal kurz an meiner Schminksammlung, weil mir das Packaging so ultra bekannt vorkam. Ich habe hier einmal ein Primer, ein Illuminating Primer von Burberry und hier von Ofra. Das ist exakt, Sekunde, es ist nicht ganz zu, es ist exakt die gleiche Größe. Exakt die gleiche Größe. Selbst wenn ich die Kappe aufmache, ist es 1:1 dasselbe Packaging und ich könnte fast beschwören, ich weiß ja, wie die Textur ist, der ist nur ein bisschen sehr dunkel, wie ihr sehen könnt, dass das 1:1 auch dasselbe Produkt ist. Finde ich spannend, weil das von Burberry kostet, glaube ich, 70 Euro und das von Ofra einzeln vielleicht 20. Deswegen haben wir hier auch, glaube ich, gerade ein krasses Dupe gefunden. Ich bin sehr gespannt. Ich gebe mir davon einfach mal so ein paar Pumpstöße, wenn es kommt. Auf meinen Handrücken. Das ist eher so eine cremige Textur und ich verblende das Ganze mit einem Foundation Brush. Riecht, glaube ich, nach gar nichts. Und den arbeite ich mir einfach schon mal so ein bisschen mit einem
Make-up-Schwamm ein. Okay, es ist 1:1 dieselbe Textur wie der von Burberry. Und, okay, wow, Freunde, Sekunde, ich habe gerade einen Gedanken. Das sieht auf der Haut aus wie dieses Produkt von Charlotte Tilbury, das Hollywood Flawless Filter. Das ist im Prinzip auch wie so ein Primer, Highlighter. Aber seht ihr diesen ganz zarten Glow auf meiner Haut? Passt sich sehr gut meiner Hautfarbe an. Wow, okay. Hier, das ist Dupes zu allem gerade. Ich arbeite sowas gerne mit einem Pinsel im Moment ein. Ich weiß nicht warum. Im Moment probiere ich so ein bisschen mehr mit Pinseln aus. Teste viele verschiedene Pinsel. Und ich liebe dieses Finish. Wenn ich jetzt ein bisschen Concealer drauf machen würde, könnte man denken, er hat sehr viel getrunken. Es geht ihm gut. Er hat gut geschlafen. Er war gerade im Urlaub und sieht so ein bisschen frisch aus. Ich glaube nicht, dass das Deckkraft hat. Es hat keine Deckkraft. Es ist einfach nur so ein ganz leichter Glow. Und auch nicht zu dunkel. Also ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es zu dunkel ist. Aber nee, es ist so Champagnerfarben. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Und im Prinzip ist es das 1:1 dasselbe Produkt wie das von Burberry. Was ich gerne mag, nur nicht benutze, weil es zu dunkel ist. Also top auf jeden Fall. Richtig gut. Es gibt noch ein paar andere Produkte in diesem Set. Und das ist einmal dieses Face and Body Mist. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt in der Kamera. Seht ihr, wie das da so durchschimmert? Dieses Ding ist so krass. Ich habe mir das schon auf die Arme gegeben. Das ist auch ähnlich wie das Fenty Beauty Body Lava vom Finish her. Nur, das ist nicht klebrig. Das Fenty-Ding ist ja etwas klebriger auf der Haut. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als hättet ihr euch eingeölt. Also, es trocknet einfach runter und ihr habt nur noch den Glow. Ich gebe mir das jetzt einfach mal ins Gesicht. Und das... okay. She's glowy. Das hat... Freunde, wird das heute das Tutorial, wie kann ich hier am meisten glowen? Okay, es ist sehr, sehr intensiv, der Glow. Ich glaube, das ist für unters Make-up schön. Über Make-up kann ich mir vorstellen, dass es eventuell ein bisschen doll ist auf dem Körper, aber gigantisch gut. Es ist auch nicht parfümiert, also ich rieche nichts. Grüner Tee-Extrakt ist mit drin, Glycerin. Cool. Also es sieht sehr spannend auf der Haut aus. Ich glaube, ihr könnt sehen, wie schön das im Gesicht leuchtet. Beim nächsten Produkt war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich wusste nicht, dass Ofra auch Foundations hat. Die haben mehrere mittlerweile. Das ist aber, glaube ich, diese Originale. Das ist die Liquid Foundation. Ich habe die jetzt in der Farbe Bare. Es gibt bei Purish auch viele verschiedene Farben. Das finde ich immer sehr gut. Purish achtet sehr darauf. Ich kenne die sehr, sehr gut dort. Sie achten sehr darauf, dass sie einfach super inklusiv sind und auch nicht nur die hellsten drei Farben haben, sondern auch die dunklen Farben. Finde ich immer sehr, sehr schön. Hier sind auch 30 Milliliter mit drin. Eine Unze auf Amerika. Die Amerikaner sagen immer One Liquid Ounce. Das sind 30 Milliliter. Und das kommt hier in so einem Spatel. Ich nehme jetzt mal den Pinsel und gehe hier einmal so ein bisschen lang und arbeite. Sheer Color Match? Freunde. Haben wir hier gerade ein Color Match. Online Foundations aussuchen ist für mich ja wirklich immer eine Herausforderung. Aber schaut euch das mal an. Das sieht ja aus, als hätte ich gar nichts im Gesicht. Also farblich zumindest. Und jetzt könnt ihr sehen, diese leichte Glow kommt noch ganz zart durch. Hat einiges schon abgedeckt. Und das mit einem Pinsel. Also sie ist sehr, sehr leicht, die Foundation. Auch nicht parfümiert. Und gefällt mir auf den ersten Blick so sehr, sehr gut. Ich gehe natürlich gleich wieder ein Stückchen näher ran. Ich mache einmal die andere halbe Seite. Ich gehe jetzt einfach mit dem Spatel hier rein. Freunde, ich möchte nichts sagen, ne? Aber ich glaube, Color Match mäßig ist das die bestpassendste Foundation, die ich in meinem Leben hatte. Das sieht ja aus, als hätte ich nichts im Gesicht, oder? Gehe hier nochmal so ein bisschen rüber und dann hole ich euch auch gleich ein Stückchen näher ran. Die ist nicht so super luminous, aber dadurch, dass wir so ein bisschen Glow drunter gegeben haben, kommt das Ganze durch. Also ich würde fast sagen, die ist so ein bisschen semi-matt. Lightweight Satin Foundation, ja, genau. Semi-matt. Und so könnt ihr das Ganze einmal sehen. Ich schaue mal kurz in den Spiegel. Okay, von Namen ist sie ein bisschen schwieriger, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt an dem Spray, an dem Primer oder an der Foundation liegt. In der Kamera, finde ich, sieht das sehr, sehr gut aus, tatsächlich. Also meine Lieblingsfoundation wird das nicht. Farblich ist sie aber perfekt. Und auch mit den Glow-Produkten drunter finde ich das sehr, sehr spannend. Ich werde das Ganze jetzt auch hier erstmal nicht setten. Ich habe noch zwei andere Produkte, die ich eigentlich benutzen wollte. Nämlich hier ein Banana Powder. Das sieht einmal so aus und hier... Also das ist wirklich krass gelb und super hell. Und ich kann mir vorstellen, dass man damit lila Augenschatten sehr, sehr gut mit abdecken kann. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Concealer und decke meine Augenringe ganz leicht ab und hält das hier so ein bisschen auf. Es gab auch Concealer von Ofra, aber leider nicht in meiner Farbe. Deswegen habe ich die jetzt auch nicht mitbestellt. Und ihr werdet es in den nächsten Videos, in diesen Full-Face-Videos sehen. Ich habe aus Prinzip nicht komplett alle Produkte immer bestellt. Bei manchen habe ich auf Mascaren verzichtet, weil sie mich auch einfach gar nicht so angesprochen haben. Und das macht ja nicht so
so viel Sinn, wenn ich hier 40 Euro für eine Mascara ausgebe, die danach in der Schublade liegt. Und eine Mascara kann ich euch nicht weitergeben, also kann ich, aber möchte ich nicht. Deswegen habe ich auf manche Produkte aus Sparsamkeitszwecken einfach verzichtet. Ich würde jetzt ganz leicht in dieses Puder reingehen. Es gibt das Ganze auch gepresst. Also das habe ich auch schon die Tage benutzt. Das ist etwas heller und nicht ganz so gelb und das ganz leicht, mit einem ganz groben Pinsel unter die Augen. Das ist wie dieses Dragon Beauty von Nikita Dragon, dieses Under Eye Brightening Ding. Also es ist super fein gemahlen, schön hell, aber nicht ganz so gelblich wie das lose Puder. Also wenn ihr etwas dunkler seid, dann sind gelbe Puder ja immer völlig in Ordnung. Aber ich glaube, ich nehme nur ganz leicht und gehe damit unter meine Augen. Okay, im Gesicht ist es nicht mehr ganz so gelb. Und das Bright richtig krass, oha. Also so ein bisschen gelblich ist es. Ist vielleicht nicht perfekt für meine Hautfarbe, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die auch das Puder von Tara, von Tamtam Beauty, gerne gemocht haben. Das könnte eine gute Alternative dazu sein. Das mag ich sehr gerne, einfach nur ganz leicht mit einem Pinsel unter die Augen gegeben, ist das ein sehr, 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 sehr schönes Puder. Ich glaube, ich muss mein Gesicht doch einmal kurz setten, weil mir das zu ungleichmäßig dann haftet und ich dann den Bronzer gleich nicht so wirklich beschreiben kann. Weiß ich gerade nicht so, Freunde, was ich hier halte. Doch nicht so meine Farbe. Okay, so sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Ich habe das Ganze ein bisschen angeglichen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr gelb unter den Augen. Kann jetzt niemand was für, außer ich selber. Ich glaube, das ist einfach nicht so meine Farbe. Von der Textur gefällt mir das aber sehr, sehr gut. Also wenn ihr ein gelbes Puder braucht, tolle Sache. Ansonsten würde ich fast sagen, dass dieses gepresste Puder ein bisschen einfacher handzuhaben ist. Man kann die Menge ein bisschen besser anpassen und das sieht ein bisschen natürlicher aus, wenn ihr nicht wirklich ein gelbes Puder benötigt. Ich habe aber auch noch einen Bronzer und da bin ich sehr gespannt drauf. Und zwar ist das der Americano Bronzer. Sieht einmal so aus und hat eine sehr schöne Farbe und ich glaube, der hat einen ganz zarten Schimmer mit drin. Deswegen gehe ich jetzt hier mal rein, klopfe ab und platziere mir das einfach an den höchsten Punkten. Ja, und der hat einen ganz zarten Schimmer. Ganz zart, nicht so intensiv. Sehe ich wieder aus, als wäre ich frisch aus dem Urlaub in Kalifornien. Sehr schöner Bronzer. Ganz zart, nicht so übertrieben pigmentiert und nicht so übertrieben schimmrig. Schön, schöner Bronzer. Auch sehr weich auf der Haut. Living, Freunde, wow. Hättet ihr das gedacht? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr dazu gedacht hättet. Denn ich bin ehrlich mit euch, für mich war Ofra Highlighter. Nichts anderes. Und sie können es ja. Also es sieht ja vernünftig aus. Ich glaube, wir machen weiter mit Blush und dann entscheiden wir uns, welchen Highlighter wir benutzen. Denn ich habe einige von Ofra. Der Blush ist total süß. Das ist die Farbe Pink Satin. Und der ist wirklich nicht teuer gewesen. Ich mag den total gerne. Der lag auch hier schon in meiner Schublade, weshalb ich auf die Ofra Fullface-Reihe gekommen bin. Der ist eher so ein bisschen heller Pink. Und den platziere ich mir hier oben rauf. Und ihr seht, der hat eine sehr gleichmäßige Deckkraft. Ist nicht so pudrig im Gesicht. Und es gibt eine schöne Farbauswahl bei Ofra. Cute. Gefällt mir bombastisch gut, die Base gerade. Außer das Gelb unter den Augen. Aber gut, das ist völlig in Ordnung. Auch die Foundation sieht jetzt sehr, sehr schön aus. Recht matt. Wir könnten nochmal mit dem Spray drüber gehen. Ich glaube, dann wird es aber sehr glitzerig. Jetzt schauen wir aber mal nach Highlightern. Da habe ich nämlich einige. Einer, der sehr beliebt ist, ist der Soho Highlighter. Der sieht einmal so aus. Sehr schön, so ein bisschen in die Rosé-Gold-Richtung. Dann habe ich den Highlighter in der Farbe Blissful. Der ist auch so ein bisschen in die Rosé-Gold-Richtung, aber eher ein bisschen kühler an meinem mittleren Finger. Und dann ein sehr beliebter ist der Rodeo Drive. Ich habe den jetzt hier in Mini. Das ist auch der, den ich schon hatte. Ich habe hier einen neuen, der ist für euch in einem Gewinnspiel mal. Ich swatch auch einmal den an meinem Finger. Und da könnt ihr sehen, also es gibt viele verschiedene Farben. Und Purish hat auch, ich glaube, alle Farben, die es gibt. Also es ist blauer Highlighter, es gibt rosane Highlighter, es gibt güldene Highlighter, es gibt sehr helle mit grün, also super spannend. Ofra ist für mich eine sehr, sehr große Inspiration auch gewesen für meine Highlighter-Palette, was die Farben anging. Denn meine Highlighter-Palette ist ja farblich nicht so Standard, sondern wir haben verschiedene Farben mit drin und das fand ich bei Ofra immer sehr spannend. Ich glaube, wir nehmen die Farbe Rodeo Drive, passt sehr gut zu dem Thema des Videos und auch, ja, zu meiner Hautfarbe, denke ich. Ich nehme jetzt hier einfach einen Pinsel, gehe hier rein und sie sind sehr intensiv, die Highlighter. Also ihr seht, boom, there you go. Sehr, sehr leucht. Also man kann den natürlich auch ganz leicht aufbauen, so. Oder ihr macht es einfach so wie ich und übertreibt es völlig und maßlos. Ihr ein sehr, sehr schönen Effekt. Das Schöne bei den Highlightern ist, man kann sie auch noch so ein bisschen ausblenden. Und dann haften sie an dem Punkt, wo ihr ihn euch hingesetzt habt. Aber ihr könnt die Kanten ganz leicht ausblenden. Und so sieht das Ganze overall
nicht mehr so schlimm aus. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr zufrieden gerade mit der Base. Ich überlege, sind wir jetzt mutig und nehmen nochmal dieses Spray hier? Was soll der Geiz? Hier steht ja drauf, Face Mist. Queen of Glow ist am Start. Also, gefällt mir unglaublich gut gerade. Machen wir erst die Augen oder erst die Lippen? Wir machen erst die Augen und die Palette finde ich super spannend. Das ist eine Pro-Palette. Die ist etwas teurer, aber wenn ihr eher so ein bisschen auf künstlerische Make-up steht oder auf ja, bunte Make-up steht, dann zeige ich euch hier einmal diese Palette. Ich blende euch auch mal ein paar Swatches ein. Das ist die Pro-Palette und wir haben hier wirklich ultra bunte Farben drin. Ich dachte mir heute, machen wir es klassisch heute oder übertreiben wir? Weil ich glaube, so ein blauer Lidschatten würde jetzt nicht so gut passen. Ich gehe jetzt erstmal mit einem pfiffigen Pinsel in diesen Lachston rein. Gar kein Kickback. Und das platziere ich mir hier in meiner Lidfalte. Und ihr könnt sehen, ich habe sie vorhin schon mal so ein bisschen geswatcht. Die sind ultra pigmentiert. Also die Fännchen sind auch extrem groß. Ich glaube, ja, jedes Fännchen hat 4 Gramm Lidschatten. Das ist eine ganze Menge. Also 4 Gramm ist viermal so groß, wie eigentlich ein durchschnittliches Fännchen von Catrice hat. Die haben 1 Gramm. Da sind 4 Gramm drin. Also ihr zahlt natürlich auch die Menge an Lidschatten und die Qualität. Aber ihr könnt die auch nass benutzen und dann so Face Paints machen. Finde ich persönlich total spannend. Ich beneide die ganzen Boys in Make-up vor allen Dingen, denen ich folge, die so krasse Face Paints machen. So Franco und Luis und Janis und sehr, 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 sehr schön. Krasse Farbe, sehr ebenmäßig und ich hätte nicht gedacht, dass man die auf meinem Auge sieht. Also ihr seht, es kommt auf jeden Fall Farbe mit ab und das ist halt eine Pro-Palette, ne? Die ist sehr intensiv, die ist ein bisschen leuchtender und nicht so die klassische Alltagspalette, aber vielleicht eine gute Ergänzung zu verschiedenen anderen Paletten, die ihr schon zu Hause habt und einfach leuchtende, aber auch pastellige Farben haben wollt. Schöne Farbe auch für den Sommer, so einfach nur die Farbe hier aufs Lid. Cute! Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel in dieses Rot hier rein. Das hat ein bisschen mehr Kickback, aber das ist okay und das gebe ich mir hier einfach so ein bisschen rüber und wärme das Ganze noch etwas auf. Es sind übrigens auch alles matte Farben, das heißt, ihr habt keine Schimmerfarben, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Konzept von Ofra. Man hat ja auch die Highlighter und kann die so ein bisschen als Schimmerton benutzen. Schöne Farbe, wow. Das sind auch nicht so Standardfarben. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht kaputt mache, wenn ich das Braun benutze, weil ich habe die Befürchtung, dass es sehr pigmentiert ist. Ich nehme so einen ganz, 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 ganz kleinen Blendepinsel und gehe in dieses Braun. Klopfe gut ab und der Pinsel ist voll. Also vorsichtig, Maxim. Vorsichtig, vorsichtig. Okay. Schieß hier. Ich glaube, ihr könnt das in der Kamera nicht so richtig erkennen, aber die Lidschatten sehen alle so ein bisschen feucht auf dem Auge aus. Nicht schimmernd, sondern ganz leicht, als wären die super weich von der Textur. Also auch beim Swatchen vorhin habe ich das schon gemerkt. Die sind halt nicht so pupstrocken, sondern eher so ein bisschen weicher, buttriger. Sehr schön. Ich gehe auch gleich mit der Farbe einfach an meinen unteren Wimpernkranz. Und ihr seht selbst da, wo es gesettet ist, lassen die sich ultra weich ausblenden. Krass, das ist. Es wäre schön, wenn ihr das jetzt fühlen könntet, weil die halt extrem weich sind. Ich intensiviere das Ganze an meinem äußeren Wimpernkranz, mache so einen kleinen Eyeliner mit einem ja, Linerbrush und gehe in dieses Schwarz rein. Crazy. Super schwarz. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr was von Ofra habt, weil ich hatte bis jetzt, wie gesagt, nur diese Highlighter. Uns würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Wunder, wunderschön, gefällt mir richtig gut. Ich blende jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen die Kante aus. Sehr schön. Klasse. Ich bin mir unsicher, was ich mir jetzt auf die Lippen geben möchte. Ich habe 4 verschiedene Produkte zur Auswahl. Ich habe hier einmal ein Liquid Lipstick in so einem richtig krassen Rot. Ich glaube, das ist aber zu viel zu diesem Look. Dann habe ich hier so eher so ein Pinky Nude, aber ich glaube, auch das ist zu viel. Dann habe ich hier ein Gloss in der Farbe Apricot Dream. Den gebe ich aber euch. Ich habe nämlich hier aus diesem Set noch die Farbe Rodeo Drive. Ich glaube, das sollte reichen. Gott, das riecht nach Vanillekuchen. Den auf einer schönen nudefarbenen Lippe. Okay. Okay, Freunde, und das ist einmal der fertige Look. Full Face Ofra. Ich bin... Oh Gott, es schmeckt so gut auf meinen Lippen, wenn ihr das jetzt schmecken könntet. Krass. Also, fassen wir zusammen. Ich liebe dieses Spray, ich liebe den Primer und die Foundation passt auch, aber ich glaube, die Kombination ist nicht so perfekt für meine Haut. Wenn ihr eine ölige Haut habt, go for it, weil die Foundation, das mattiert so ein bisschen. Ansonsten gefällt mir aber dieses Overall-Ergebnis, auch diesem Ultra-Glow, dieses
glowige Highlighter, die Base hier auf der Stirn durch diesen schimmrigen Bronzer, durch dieses Body Spray, einen neutralen Look, aber trotzdem aussagekräftig, eine neutrale Lippe. Wenn man jetzt hier noch Lashes drauf machen würde, Girl, ich würde dich zum Kaffee einladen. So ein Look ist das. Ein ganz klassischer Look, nicht too much, nicht zu wenig, weil wir wissen, wie es funktioniert. So ein Look ist das. Ich bin richtig, richtig begeistert. Freunde, was sagt ihr dazu? Hattet ihr schon Erfahrung mit Ofra? Für den Preis, wie die Produkte einzeln kosten, wenige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich Fullface Ofra kaufen. Es geht ja nur darum, einfach um euch verschiedene Produkte zu zeigen, wie sie auch funktionieren. Wunder, wunderschönes Make-up. Nicht so teuer, wie High-End üblich ist. High-End-Qualität gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Denkt an den Code, der gilt auf das komplette Ofra-Sortiment. Also auch auf Produkte, die ich euch jetzt hier nicht gezeigt habe. Vielen Dank an Purish, dass ihr mir ermöglicht, meiner Community so tolle und spannende Videos zu machen. Und Freunde, ich würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.